Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Man & Blade 2 Bannerlord. Ja, ihr habt ja gehört, beim letzten Folge war ich nicht so ganz zufrieden mit den Truppen. Entschuldigung. Dementsprechend widmen wir uns jetzt. Nein, ich lagere die in Lenorcan ein. Dann holen wir uns unsere Truppen. Dementsprechend würde ich mich noch viel mehr für Revil interessieren als Ort. Das muss man halt einfach sagen. Wie sieht's denn aus? Kann ich die Banner Knights hier einfach... Sturgier haben wir jetzt zufälligerweise nicht hier. Ich platziere sie einfach da. Ist mir jetzt wumpi. Wir sind ja stark genug unterwegs. Die bekommen gleich ihr Zeug zurück. Achso, was ich vielleicht mitnehmen könnte, wäre... Ich nehme mal die Youth mit. Die Jugend nehmen wir mal mit. Ich würde versuchen... Wenn wir jetzt 55 Bogenschützen, nehmen wir 70 haben und 100, ja 70, machen wir mal 80 vielleicht, ja, wobei. Das Problem ist halt, die Bogenschützen sind viel effektiver als die Bodentruppen. Wenn die Bogenschützen losfahren, hast du ganz, ganz schnell viele Tote. Vielleicht machen wir tatsächlich 100 zu 70? 100 Bogenschützen? Jetzt haben wir 55, blablabla, 83. Da sind wir ja schon mal ganz nah dran. Ach, ich könnte ja oben gucken, ich Trottel. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir geben erstmal das hier raus, damit unsere Leute ein bisschen hochleveln können, ne? Ui. Ui, 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 ui. Ach du meine Güte, da wird es viele Level geben. Was? Sehr schön. Also somit haben wir wieder Bethanian Heroes. Wir haben noch ein paar von der Youth. Wir haben hier ein paar, nicht Arthur's Party. Go to the Dungeon, Manage Prisoners. Das ist mein Punkt. So. Da haben wir nämlich ein paar Leute eingelagert. Wir sind jetzt natürlich keine Reitertruppe mehr, was alles ein bisschen anders geschalten lässt werden können müssen. Achso, ja. Ganz vergessen. Die ganzen Leute. Wir haben hier noch so viel, was wir rauswerfen können, sehe ich gerade. Da. Ich würde als allererstes gerne meinen Speer weglegen. So. Weil, ich bin ehrlich, so brauchen wir die nicht mehr. Alec. Alec hat ein Pferd bekommen? Nein. Vielleicht hat er nicht kämpfen können. Arthur hat ein Crafted Javelin. Warum? So. Nee, die brauchen wir nicht, aber die Crafted brauchen wir. Crafted. Und noch eine. Huch. Uns fehlt eine. Zwei. Oh. Weil die sind nicht gut. Müssen wir noch bald welche herstellen. So, wir reisen jetzt runter zu den Sturgiern und decken uns damit Leuten ein. Wir haben nicht ganz 100 Bogenschützen. Warte mal, vielleicht gucken wir einfach mal hier. Wir hätten auch bei uns im Dorf gucken können. Also ich muss echt zugeben, leider war ich echt enttäuscht von den eigentlichen Truppen, die wir hatten, die Idee, die wir hatten. Aber wir probieren jetzt mal was anderes aus. Wir müssen ja ein bisschen flexibel bleiben, wisst ihr? Apropos flexibel bleiben. Ich meine, es ist auch traurig, weil wir haben jetzt, wie lange nach, Trüppchen gesucht. Also, ich sag's nur. Also gerade nach Pferden haben wir ewig gesucht. Wir haben super viel Geld hier. Müssen wir gleich noch alles verkaufen. Farrok. Okay. Außer... Oh, ich hab noch. Macht das so einen Unterschied?
Ja, doch, ein bisschen. Ah, wobei. Also wir haben ja ein Pferd, auf dem wir reiten, nur wir haben keins in der Schlacht. Huch, warum? Achso, ich bin auf Cancel gegangen wahrscheinlich. Auf Chancel. Die können auf jeden Fall reiten, wenn sie es mal brauchen. Aber eigentlich... Achso, jetzt haben wir kein Pferd. Warte mal. Dun. Ja, wir verlieren nicht viel. Dann müssen wir nicht immer absteigen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich ganz gut, ein gutes Pferd zu haben. Also, dann muss ich einfach auch zugeben. Den flottesten Kater. Was ist denn das flotteste Pferd? Der Desert. Der hat einfach Manöver, schnelles Manöver. Es wird der Desert raus, okay. Ist nicht mal ein Warmount oder was? Aserei. Aserei Horse, okay, gut. Habe ich nicht gesehen. Das natürlich hat weniger Lebenspunkte, aber ist dafür furchtbar schnell. Alter, das Zeug hat so viel gekostet. Und jetzt verkaufen wir das von Apfel und ein Ei. Das ist halt der Shit. So. Also, das Pferd tut. Also, ist halt wirklich nur für mich gerade gut. Aber wenn ich vorreite und dann gucke, okay, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Dann macht das schon Sinn. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht sogar mit denen erstmal verbünde oder so. Ich weiß es halt nicht. Okay, Variag werden zu denen hier. Okay. Die sind schon auf der falschen Seite. Aber die Rekruten... Rekruten oder Warrior? Wow. Eine Truppe. Hey. Bald haben wir alle. Nein. 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 Otroki auch nicht. Recruit. Vielleicht ist das hier so die Talentschmiede gerade. Weiß ich nicht. Recruit. Recruit. Warrior. Warrior ist die richtige Richtung. Die können uns, glaube ich, einfach gar nicht leiden. So wie es aussieht. Die haben wir wohl mal richtig verärgert in dem Krieg, oder? Genau, Linebreaker wollen wir nicht. Veteranen wollen wir auch nicht. Wollen Rekruten. Ja. Die haben nur schwer. Aber gut, wer will denn auch ihre Truppen haben, um ehrlich zu sein? Nee, Veteran nicht. Woodsman auch nicht. Warriors. Warriors sind auf der richtigen Seite. Das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit sturgischen Truppen beschäftige. Ansonsten waren die immer so, ja, sind halt da. Und jetzt werden die mal richtig interessant. Alles Rekruten, Abfahrt. Wie gesagt, wir brauchen noch so roundabout, ich sag mal, 10 Bogenschützen noch. Recruit Troops. Ein Rekruten. Oh, ein Onyra. Belgrad. Varnovopol. Das klingt einfach so furchtbar russisch, serbisch. Sibir. Sibirien. Ist schon süß gemacht. Also da... Das sind so ein bisschen so die Slawen, glaube ich. Die sind ja alle irgendwie so... Wir haben mal die Mongolen da ja hinten. Wir haben so das Römische Reich. Wir haben so die arabischen... Also die arabischen Legionen, sage ich jetzt mal. Ist schon cool. Arabischen Legionen, sage ich. Das wäre ja römisch, aber nur so die arabischen Truppen. Ist schon nice gemacht. Muss man halt einfach sagen. Dann haben wir da hinten mehr so dieses England mit den... Sag's mir. Flandern.
Also dieses Alfred der Große, so die Richtung, ne? Und König Alfred, die Richtung haben wir dann. Dann haben wir so ein bisschen Byzanz noch mit dabei. Ne, so eines der römischen Reiche, so ein bisschen byzantinisch angehaucht, was auch richtig nice ist. Und dann haben, was haben wir denn noch alles? Also die 1500 Truppen, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Genau, die Batanier, so ein bisschen. Batanien ist schwer, also ich weiß nicht, ob es die mehr so die Pikten sind oder tatsächlich sehr stark germanisch angehaucht sind. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist, glaube ich, der einzige Stamm, den ich nicht wirklich einschätzen kann. Bei uns ist alles gut. Also von daher, ich liebe diese Welt einfach auch. Ne? Und man kann selber so der große Krieger hier sein. Ich hätte nur ein bisschen Sorge im Krieg um unser Heimatdorf. Ne? Das haben wir mit ganz viel Schweiß und Blut aufgebaut. Und wir kriegen hier kein Äquivalent. Ne? So. Hoppala, was habe ich denn, auf was habe ich denn jetzt gewartet? So. Dann gucke ich noch mal. Gucke ich noch mal in Omor. Ich bin gespannt, wie die Truppen gleich kämpfen werden. Ah, oh, hier sind genügend. Und der Rest gute Bogenschützen. Die haben ja so ein Saxfaltion, Backsword. Die haben ja auch Äxte, das ist ja so eher so deren Metier. Krasse Rüstung, Alter. Helm ist geil. Ein besserer Helm? Was? Ciao, Alter. Das ist ein richtiger slawischer Helm jetzt. Ich überlege, ob ich nicht das hier nehme, weil mir sind... Ja, komm. Jetzt sehe ich genauso aus wie die Typen da, ne? Die ich gerade mir zusammenraufen möchte. Lamellen. Also hier haben sie nicht mehr. Krass, aber die sind so teuer, die Sachen. Ich werde mich jetzt eh erstmal... Oh, fuck. Haben wir noch meine Schwerter? Oh. Oh. Hi. Habe ich ein bisschen viel eingekauft. Machen wir die weg. Wir machen mal die teuersten Sachen weg. Batz. 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 Der hat sehr viel Geld jetzt. Dun, du, 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 du. Oh. Müssen gucken, dass wir hier einen Feinstall noch rauskriegen. Nur einfach das da. Ja, und die Klinge müssten wir eigentlich auch dahin machen. Ich schmiede ein paar davon, damit wir... So, damit wir ein paar jetzt nur noch verkaufen können. Der hat unser ganzes Geld. Das ist also jetzt nicht so viel, was wir bekommen haben. Aber ist okay. Wir haben eine coole Rüstung. Wir haben eine fette Rüstung jetzt. Okay. Oh, das war natürlich jetzt zu viel. Zack. So, der sturgische Warrior wird zum sturgischen... Wir müssen auch Spamman und dann X-Man. Bearman. Die werden zu Warriern. Das hat wieder so viel Kosten, ne? Ich schmeiß einfach alles über den Jordan hier. Die ganzen Schilde hinterher. Heidewitzka, Herr Kapitän. Okay. 99 Truppen, okay.
Spearman, Fiends, Heavy X-Mans. Ha, das sind X-Men. Ihr wisst schon, die von... Ach, egal. 51 Fiends übrigens. Heroes, Fiends, Highland Warriors. Das ist schon mal gut, dass die zum Teil weg sind. Hier haben wir noch ein paar wenige davon. Da haben wir schon ein paar Spearmen. Die Spearmen sind ja schon genau hier. Nur hier sind die dann perfekt. Oh. Ein Heavy X-Man haben wir. Cool sieht er aus. Hat ein fettes Schild. Hat eine geile Axt. Ist fett gepanzert. So stelle ich mir meine Leute vor. Einziges Problem. Geld. Wir können nicht so viele... Wir müssen ja komplett die ganzen Truppen jetzt gerade wieder aufwerten. Das kostet richtig Kohlen, Alter. Und ich kann nicht Rekruten die ganze Zeit irgendwo in den Krieg gehen lassen. Das ist geil. Cost up. Reduce food consumption power during siege. Natürlich. Wenn die mehr Moral bekommen, dann sind die aber auch richtig heavy drauf. Ja, Smitty. Cool Story, Bro. Was machen wir nur? Wir müssen alles zu Stahl machen, ne? Boah, das ist wieder so eine Sache. Der kann zu Stahl machen. Martha the Wrong kann noch. Kann auch noch. Bei dem hängt schon daran. Eieieiei. Aber das Schwert bringt mir nichts. Ich müsste sowas herstellen. Dann würde ich wieder Geld verdienen. Ich meine, das ist 20.000 mehr. Dafür, dass ich halt 4 Feinstil verwende. Das ist halt schon ein kleiner Unterschied. Aber gleichzeitig auch mein größter Feind jetzt. Ich würde gerne bei den Sturgiern, glaube ich, jetzt meinen Sitz suchen. Problem ist nur, ich muss halt da hinten diese eine Stadt halten. Und das sehr lange. Bis meine Leute da irgendwann durchmarschieren, ne? Das ist leider ein bisschen doof, aber... Ich habe die Stadt halt aufgebaut, ne? Also, ich werde einen Teufel tun, dass die hier und so, ne? So. Wer kann das nochmal? Alec auch nicht. Urigan, genau. Die konnte das nicht. Martha konnte das noch. Ragnar. Und er nicht. Also, 1, 2, 3. Achso, und. Nee, wir können das auch nicht. Also, Farok, Urigant, Martha und Ragnar. Okay. Und wir forgen jetzt das Schwert. Das wird es natürlich direkt verkaufen, weil das Geld ja noch hier ist. Wofür wir uns gleich wieder... Ja. Ah ja. Das ist Geldverschwendung. Nein, ist es natürlich nicht. Die Truppen, die am Ende dabei rumkommen, sind ja furchtbar krass. Und damit rasieren wir jeden weg. Also auch in Übermacht. Wie viel wollte ich haben? Ich muss den Rest tatsächlich... Na ja, gut, 169. Gut, wir haben ja noch die hier. Müssen wir uns jetzt auch mal überlegen. Okay, also. Truppen sind da. Ah.
Nee, da kommen andere Truppen hin. Barock macht diese Stall. Macht Feinstahl. Macht Stahl, ja. Nein! Warum macht die keinen Stahl? Ah. Okay, jetzt müssen alle Eiern machen erstmal, oder was? Okay, das kann lange dauern. Und am Ende fehlt mir Holz. Gut. Also sind wir jetzt pleite? Ich schmiede noch ein paar. Falscher Typ. Okay. Ja, toll. Herzlichen Glühstrumpf. Viel Geld habe ich nicht. Hätte ich zumindest diese Spearmans oder diese Soldiers hier und irgendwie vielleicht ja noch 20, schon 20, das wäre ja, wird sich ja lohnen, aber so habe ich ein bisschen Sorge um meine Soldaten, weil der hat zwar eine Ark, der hat ein Schwert, okay. Ja, wir gucken mal, wie wir es dann machen. Ich würde sagen, wir holen nochmal schnell die paar wesentlichen Truppen, die noch da hinten sind. Wir wollten ja noch was holen. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Also es werden ja hier noch ein paar leveln. Mit der Zeit, wenn sie mit uns reiten. Oder wenn wir auch irgendwo einfach mal warten. Aber ich überlege mir echt, ob wir diesen Streit da anfangen wollen da hinten. Oder ob wir ihm nicht einfach dieses Lehen zurückgeben. Wir alles mitnehmen. Und gucken, dass wir ein Lehen irgendwo an der Grenze bekommen oder so. Gut, dann würden wir halt auch immer nur kämpfen, aber es würde mehr Sinn machen. Wobei, auch hier ist nice. Aber mit den Vlandiern will ich nichts zu tun haben, weil die Vlandier können wir eigentlich wegsnacken. Auf Dauer sind die wahrscheinlich eh schnell weg. Tut mir halt nur leid hier für... Ich meine, die haben genug Food. Die haben gut Security. Die haben richtig krass Geld bekommen. Oder wir machen halt unser eigenes Ding jetzt. Sind wir die Wächter des einsamen Hügels oder sowas? Wir sind einfach die Banner Knights, Alter. 68 Banner Knights. Das ist halt der Wahnsinn. Was ich gerne nochmal gucken wollte. Ja, wir haben Rough Iron. Super. Ich würde mal ganz kurz das Zeug hier reinwerfen. So. Und überlege gerade, ob wir nicht einfach mal eine Runde drehen gleich. Achso, ja, ich wollte noch hier ein paar Bogenschützen rekrutieren, bis voll ist. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Batz, 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 batz. Oh, einer zu viel. Highborn Youth raus. So, haben wir wieder einen sturgischen Soldaten. So, wenn wir mit denen kämpfen würden, dann würde sich schon einiges auszahlen auf Dauer. Aber wir müssen noch immer vorsichtig sein. Ich überlege, also wirklich, ich will ein bisschen sagen, schreibt in den Chat, aber morgen kommt die Folge nicht raus. Eigentlich, also ich würde mich persönlich freuen, so ein bisschen, wenn wir mit denen vielleicht einfach mal austesten, wie die sind, wie Kriege die führen, wie gut die sind. Weil eigentlich, wir hatten die ja wir hatten sie ja eigentlich richtig weggeschneckelt beim letzten Mal, ne? Also da sind wir einfach rüber, haben gesagt, okay, Batsch weg. Und dann hatten wir eigentlich hier schon alles gehabt. Wahrscheinlich auch, weil die Wege so lang sind. Die hier waren eigentlich auch weg, jetzt sind sie mit uns wieder stark. Und ich würde trotzdem einfach mal sehen, wie die so, also wisst ihr, wie die Kriege führen, ob sie gewinnen, wie Schlachten mit denen zusammen sind, sowas halt. Wie sich eigentlich auch auf diesen Teil der Karte spielt, weil eigentlich habe ich immer nur hier gespielt, so 90%, und da unten, aber nie hier so richtig. Ganz am Anfang vielleicht ein bisschen. Aber die waren mir nie so sympathisch. Und jetzt sind die Sturgier, finde ich, nochmal sehr sympathisch und wir könnten die mal ausprobieren.
Würde ich vorschlagen. Von daher würde ich sagen, wir brechen beim nächsten Mal unseren Eid. Von mir aus kann er das Castle haben. Dann packen wir hier gerade mal alles zusammen. Auf dem Stash. Einfach nur damit er dann mir nicht alles wegnimmt. Auch wenn jetzt die paar Riesen weg sind, ist okay. Das Risiko gehe ich ein. Und dann gehen wir rüber zu den Sturgern und melden dort Dienst an. Wäre meine Idee. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.